Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LEGO Worlds. Wir befinden uns hier inmitten eines riesigen Gruselwaldes, so wie wir ihn in der letzten Folge generiert haben. Und ich hoffe inständig, dass wir jetzt hier noch ein bisschen was rausholen können, sei es an Charakteren oder an Objekten oder an einfach nur Spaß. Es wäre mir eine willkommene Freude, euch hier noch ein bisschen was zeigen zu können. Vor allen Dingen werden wir hier natürlich auch die Quests machen. Und ich gucke gerade mal auf der Karte, was ich... Also wir haben hier leider jetzt keine Städte und auch keine Dungeons. Aber ich denke, das sollte uns nicht davon abhalten, hier ein bisschen was zu erleben. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um und gucken mal, was wir hier so finden. Also die Rockerin ist definitiv irgendwann in den 80ern hängen geblieben. ja. Wir gucken mal. Diese hübsche Mumienkutsche, die haben wir ja nun schon. Ich weiß gar nicht, in welcher Richtung ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal... Wir gehen mal Richtung der Quest hier ganz außen. Und schauen einfach mal, was uns auf dem Weg dorthin so alles passiert. Ja, jetzt, wo wir wirklich jedes Biom einzeln genießen können und einzeln freischalten können. Und oh, das ist natürlich prima. Den nehmen wir uns hier gleich mal an. Aber wir werden gemütlich durch den Wald fliegen, keine Hektik kriegen. Da läuft... Ach, ich glaube, wir bleiben erstmal ein bisschen zu Fuß unterwegs. Die Witz, die haben wir schon. Echt jetzt? Oh Mann, Alzheimer lässt grüßen. So, muss ich jetzt für diese Quest übers Wasser oder gehen wir hier einfach ein bisschen außen rum? Wir gucken einfach mal. Hier ist auch eins der Charaktere, die mich wirklich interessieren. Die kenne ich auch nämlich gar nicht. Ebenso hier wie diese Anne Lee, wo ich immer noch nicht weiß, ob die von diesen Monsterfightern ist. Da sind ja einige Teile hier davon. So, was haben wir denn hier alles? Wieder eine von diesen Mädchen. Kochtopf, die schwarze Spinne. Glaube ich, hatten wir auch immer noch nicht. Oh, da rennt ein kleiner Grüner. Den schnappen wir uns selbstverständlich auch. Und der hat... Was hat denn der? Was ist denn das? Was zum, das sieht aus wie so, wie so ein Unterlegkeil für die Autos, damit es nicht wegrollt. Okay. Wir schauen einfach mal, was wir hier alles so finden. So, jetzt muss ich ernsthaft? Ernsthaft hier übers Wasser? Na gut. Dann nehmen wir uns unser kleines Schlauchboot wieder. Das hat uns schon gute Dienste erwiesen. Und schippern hier mal übers Wasser. Jetzt haben wir natürlich eine Welt, wo nicht so viel Wasser vorhanden ist. Ich denke mal, dass ich auch, wenn ich drumherum gelaufen wäre, auch diese Quest erreicht hätte. Aber hier so auf direktem Wege geht es natürlich auch. Ladezeiten hier von der Welt sind auch wieder hart an der Grenze, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt sind wir angeeckt. Jetzt müssen wir wieder kurz warten. So, und schon geht's weiter.
Ja, die Wege sind natürlich jetzt hier auf diesen riesigen Welten ein bisschen weiter. Das heißt, wir werden hier wohl ein bisschen verweilen auf dieser Welt, bis wir hier wirklich alles erledigt haben. Aber ich meine, ja, was ist denn das? Schwarzes Skelettpferd. Das werden wir auch gleich mal freischalten. So. Kann man das auch reiten? Das sieht aus wie hier aus Herr der Ringe, die Nazgul-Pferde. Wie cool ist das denn? Ich frage ernsthaft, wie cool ist denn bitte das? Saugeil. So, und hier haben wir auch schon unsere erste Quest. Und man soll es nicht für möglich halten. Den Kerl trifft man ja echt überall. Aber jetzt rein aus organisatorischen Gründen, sage ich mal, werden wir die Quest natürlich machen, damit sie lila auf unserer Minimap erscheint. Sonst suchen wir uns wahrscheinlich... beim anderen Quest suchen, werden wir dann wahrscheinlich hier immer wieder über diese Quest stolpern, wenn wir sie nicht machen jetzt. So ist sie jetzt lila. Und ich fange mir wieder mein Skelettpferd ein. Das ist ja echt zu geil. Was hier unten? Ach, das ist die Hexe, die wieder mit ihrem Hut zaubert. Oh, hier ist eine Kiste. Kannst du da bitte mal... Oh, was eine Jonglage hier. Nee, wie heißt das, wenn man mit Pferden... Also, das gibt's doch nicht! Kannst du jetzt bitte mal über die Kiste reiten, blöder Gaul? Und auch, wenn es geht, die Stats einsammeln. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ich komme hier vor wie bei Appassionata. So, auch immer mal so mit einem Auge auf der Minimap, damit wir gucken können, weil es auch immer mal wieder Charaktere gibt, über die wir hier stolpern können, die wir erstens noch nicht kennen und zweitens wahrscheinlich auch keine Quests zu gibt. Ich erinnere da nur mal grob an, an den Werwolf, der mir wirklich in der Early Access Version sehr viel Nerven abverlangt hat. So, was haben wir denn hier? Hier kann man goldene Steine kaufen. Aber ich glaube, das brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht mehr. Nö. Nö, du hast nichts im Angebot. Wonach es mich... Oh, aber du schon. Nicht ins Wasser rennen, du blödes Vieh. Komm raus da jetzt. So wirklich schneller, wenn wir hüpfen oder so, sind wir auch nicht, oder? Kommt mir zwar immer mal so vor, aber... So. Ja, wie gesagt, also die... Es gibt Charaktere, die wohl auch sehr selten sind. Wie zum Beispiel der Werwolf. Beim Vampir weiß ich es mittlerweile eigentlich noch gar nicht. Der war in der Early Access auch äußerst selten. Wir gucken uns einfach mal... Oh, hier ist ein Besen. Da können wir natürlich auch nochmal ein Ründchen mitdrehen. Aber nicht so hoch, bitte. Ich möchte hier auch was von der Landschaft mitkriegen. Also diese Skelette. Die haben eine Lache am Leib. Nur nicht ganz so schnell. Damit wir ja nichts verpassen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fürchte, dass wir hier mehr als eine Folge in dem Biom verbringen werden. Ob wir das in einem durchziehen dann oder ob wir sagen, wir behalten dann erstmal die Welt, gehen dann irgendwann so nach ein, zwei Folgen wieder auf eine andere Welt und kehren dann irgendwann hier wieder zurück oder ob ich es dann wirklich hier in einem durchziehen soll. Alle Quests machen, ein bisschen umgucken, etc. Aber das könnt ihr gerne in den Kommentaren mitentscheiden, wenn ihr wollt.
Sinnvoll wäre es natürlich, wenn wir das hier in einem Abwasch durchziehen. Hier liegen eine Menge Kisten, hey. Ich glaube, so 1-2. Nach so 1-2 Kisten werde ich auch mal buddeln. Uns fehlen ja auch immer noch einiges an Items und an ja, Platten. Also ich habe jetzt zum Beispiel den kleinen grünen Mann hier noch nicht mit einer Straßenplatte rumrennen sehen. Ich denke mal, die werden wir auch aus den Kisten bekommen. So, hier geht es aber wieder ganz schön tief nach unten. Heiliger Bimbam. Ich sehe mal nichts. Es leuchtet nur einfach hell. Hallo, wo ist denn hier die Kiste? Da. Nehmen wir... Ach du meine Güte. So, ganz kurz Orientierung. Da geht's runter. Miau. Zwerge waren zu gierig, sie haben zu tief gegraben. Was haben wir denn da? Eine Glühpistole? Was macht man denn mit einer Glühpistole? Man haut die Kiste. Man schießt lustige, glühende Farben an die Wand. Sehr cool. Das gefällt mir schon wieder. So, geht's hier? Nee, geht's nicht. Gut, dann gehen wir ein bisschen höher. Es könnte nämlich sein, dass wir hier, wir haben ja hier auch ein paar Höhleneingänge freigebuddelt. Och, geh mir nicht auf den Keks. Tschüss. Und siehe da, hier ist direkt die nächste. Ein goldener Stein, cool. Weiß jetzt zwar gerade gar nicht, was man jetzt noch mit den goldenen Steinen anfängt. Ob das dann irgendwie wichtig wird, dann später für die DLCs oder... Wir gehen mal hier ein bisschen durch die Höhle. Haben wir ja eigentlich auch noch nicht so wirklich gemacht. Und wenn es mir zu bunt wird, porte ich mich einfach raus, weil, wie gesagt, ich bin der Meister im Verlaufen. Aber hier ist auch so... Hier ist so gar nichts, oder? Hier ist so... Völligst uninteressant und völligst eine Sackgasse. Okay, hat sich ja gelohnt. Dann, ne, ihr wisst Bescheid. Gehen wir nochmal hier zu diesen... Ach, hier ist auch gleich eine Quest. Hervorragend. Hier steht... Oh, was haben wir hier? Hier ist ein Häuschen. Und in der Kiste ist auch ein Häuschen, nämlich ein Vogelhäuschen. Sehr cool. Was ist denn das hier für ein Häuschen? Hier unten ist noch eine Kiste. Ein roter Zaubertrank. So, dann packen wir mal ganz kurz die Kanone aus. Die Zäune. Was war denn das jetzt? Ach hier, das abgebrochene Stück. Hier gibt es noch runterhängende Fensterläden. Sehr cool. So Haunted House mäßig hier. Sehr geil. Da steht die Anne Lee. Hat aber keine Quest für uns. Hier sind noch Bretter. Was haben wir denn noch hier alles? Das ist kein Fenster. Wir gehen erstmal... Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Bevor wir hier irgendeine Quest... Hä? Ach, okay. Einmal links Brett, einmal rechts Brett. Ich sehe gerade. Sind zwei verschiedene. Gut. Wir gehen erstmal rein, bevor wir hier uns um die Quest kümmern. Hier gibt es auch nochmal ein anderes Spinnennetz. Was ist denn das da oben? Ein Buddelschiff in der Flasche. Wie süß. Sehr cool. Hier ist nochmal eine Tür. Die haben wir allerdings auch schon. Die Fenster sind alle
nicht auswählbar. Das sind eigentlich keine Fenster, das sind einfach nur ja, Löcher in der Wand gelassen. Keine Bausätze leider. Oh, hier hängen auch Bilder an der Wand. Gruselporträt. Noch ein Gruselporträt. Das sieht mir fast aus wie Graf Dracula hier in der Mitte. Was haben wir hier? Ist es eine Fledermaus oder ein Werwolf oder was soll das sein? Ja, cool. Gut, dann packen wir das hier mal kurz weg und gehen mal hier einen Stockwerk. Halt. Ein Stockwerk höher. Was haben wir hier noch? Alter Dach. Oh, cool. Altes Grammophon. Wie geil ist das denn? Hier so voll der Dachboden. Knochenglas. Alter Krempel. Gut. Ja, was hat man auf seinem Dachboden? Selbstverständlich alten Krempel. Ist doch ganz klar. Den Schädel, den haben wir schon aus dem Salon. Oh, hier gibt es noch eine... Oh, ein Spinnennetz mit Spinne. Und die Fackelhalter hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Jedenfalls haben die gerade so ein bisschen geleuchtet. Aber ich komme auch irgendwie nicht dran. Warte mal, kann ich das hier? Ich schalte es mal frei. Mach es mal weg. Ja, genau. Fackel an der Wand. Gut. So. Dann, was denn jetzt? Ach, wieder so ein Knilchi. Das ist ein Stockwerk tiefer, den holen wir uns gleich. Erstmal möchte ich hier die ganzen Kisten aufmachen. Vor allen Dingen die große hier. Sehr nice. Was ist das? Ah, cool, wieder eine Platte. Die habe ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen vermisst die ganze Zeit. So, wo ist er? Noch ein Stockwerk tiefer. Uff, macht er. Und zur Tür rausgerannt. Wo ist er denn jetzt? Okay, scheint wohl nicht mehr ganz so da zu sein. Oh, cool, ein offenes Grab. Das ist ja echt geil gemacht hier. Das gefällt mir richtig gut mit den ganzen Grabsteinen. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns hier mal um die Quest. Mal gucken, was der... Wer ist das eigentlich hier? Major Quinton Steele. Ah, von dem haben wir... den haben wir zwar auch schon, aber von dem haben wir auch ein Auto und ich glaube Motorrad. Wir sind hier, um die Herrschaft eines Vampirs zu beenden. Oh ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Basislager. Es fängt ja schon wieder gut an. Das wird wahrscheinlich bei den Bausets sein, wenn wir das überhaupt schon haben. Ich blicke hier bei dem ganzen Krempel sowieso nicht mehr so wirklich durch. Ja, und ich habe schon befürchtet, wir haben dieses Basislager noch gar nicht. Herrgott, das ist die Vampir-Quest hier, so wie es aussieht. Passt mal auf, wir machen das mal so. Ich buddel mich mal gerade hier durch die zwei Kisten, weil... Ihr kennt das ja aus Erfahrung. Halt, stopp. So, jetzt. Aus Erfahrung liegen die Sachen, die man für die Quest braucht, meistens ziemlich nah in den Kisten. Und jetzt hoffen wir einfach mal das Beste, dass dieses Basislager, was der hier gerne hätte, sich auch jetzt hier in einer von den Kisten befindet. Und wir buddeln uns wieder bis zum Mittelpunkt der Erde. So habe ich das Gefühl. Oh, da ist auch eine Kiste. Cool, dann kommen wir direkt an zwei. Da ist die zweite. Und hinein. So, wir gucken erstmal hier rein. Boah, ey, wenn das jetzt die Quest von dem Vampir ist, drehe ich ab. Hier schon mal einen Bauplan. Und es ist das Lager der Monsterfighter. Wir sind direkt fündig geworden. Ich bin so beeindruckt hier von diesen. So, wo war denn jetzt die zweite Kiste? Kurz Pause machen. Irgendwo bimmelt's. Aber ich sehe es noch nicht. Weiter nach oben klettern. Macht hier auch wieder einen Cliffhanger. Kann man hier irgendwie... Ah, da drüben. So, einmal ums Karree, bitte. Oh, scheiße, die ist... was jetzt? Die ist komplett eingebuddelt.
müssen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen nachhelfen. Nee, nicht hauen. Nicht hauen! So, jetzt kommen wir dran. Noch ein Bauplan. Von einem leuchtenden Kristall, okay. Müssen auch mal gucken, dass wir den ganzen Krempel mal irgendwo hinstellen, den wir hier als Bausets haben. Die würden mich ja auch schon mal interessieren, was es da alles so gibt. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Sachen rausholen. Man weiß ja nicht, vielleicht kann man da ja, sind da ja auch Objekte verbaut. So, also, wir haben jetzt das Monsterlager. Das werden wir dann auch gleich mal bauen. Wo ist es? Ich glaube, das ist es, oder? Ja, Lager der Monsterfighter. Und wir setzen das, ich weiß es nicht, hier hin, oder? Ja, hier ist doch ein guter Platz. Und wir bekommen eine Möhre. Ja, super! Damit beeindrucken wir den lieben Herrn Graf Dracula auf jeden Fall. Oh, warte mal, hier gibt es... Das ist das, was ich meinte. Hier gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Nämlich diese Schwerterfässer. Den Rest haben wir schon. Auch die Antenne, ja. Okay, gut. So. Ja, wie jetzt? Hallo? War's das? Hallo, wir sind doch noch... Hallo, Graf Dracula, wir wollen doch... hat die... Ah, okay, hier... Oh, schockschwere Not. Hier geht's weiter. Ich halte meine gruseligen Funde gern fotografisch fest, doch ich habe meine Kamera nicht dabei. Kannst du helfen? Sie will ein Foto von einem... Skelettkopf. Ja, aber... Warte mal, ist hier vielleicht einer? Ob ihr das langt? Schauen wir mal. Nee, sieht nicht so aus. Wir machen mal. Nee, das war's nicht. Aber wir haben doch... Warte mal gerade. Wir haben doch bei den Objekten, glaube ich... Oh je, jetzt geht die Sucherei wieder los. Ich bin der Meinung, dass wir bei den Objekten auch so einen Skelettkopf haben, oder? Haben wir sowas nicht im Dungeon irgendwie eingesammelt? Ansonsten müssen wir uns halt hier nochmal umschauen. Ich denke, Skelettköpfe zu finden hier im Gruselwald dürfte nicht allzu schwer fallen. Aber ich war eigentlich fester Überzeugung, dass wir auch so Skelettköpfe eingesammelt haben. Oder sind die bei den... Ah, da ist er doch! Da ist er doch! Nehmen wir doch den! Setzen ihn hin. Kamera raus. Los geht das. Und wir machen ein Foto von dem, dreh dich doch mal, Skelettkopf. Ja, und da ist jetzt auch ein Rahmen drum, das heißt, das funktioniert. So, was bekommen wir? Ein Knochen. Ja, super. So. Okay, was jetzt? Ich wollte nicht auf Vandalismus zurückgreifen müssen, doch Herr Vampir lässt sich einfach nicht blicken. So locken wir ihn bestimmt heraus. Was willst du denn jetzt? Was? Ich soll... Okay, wir malen sein Haus mal weiß an. Ob da der Herr Graf von und zu Dracula sehr begeistert sein wird, wenn wir hier sein Haus weiß malen. Aber bitte, ist er nicht mein Haus. Langt hier schon? Ja, und ich würde sagen, wir machen das. Warte mal, ganz kurze Zwischendings. Der kann ja hier eh nicht abhauen. Wir holen uns erstmal schnell die Platte, weil das ist auch wieder eine schöne Bauplatte. Damit der uns nicht verloren geht hier. So, geben wir mal die Quest ab. Mal gucken. Sieht gut aus. Bist du fertig? Ja. Jetzt bekommen wir einen roten Edelstein. Ich weiß zwar nicht, wie uns das gegen Graf Dracula weiterhelfen soll. Jetzt ist die hier auch wieder fertig. Ah, okay. Jetzt geht's hier hinten wieder weiter.
Wenn du den Trank des Vampirs stiehlst, wird das mit Sicherheit seine Aufmerksamkeit erregen. Dafür gebe ich dir das hier. Das war der rote Zaubertrank aus der Kiste hier, aus dem Keller, glaube ich, oder? Kann das sein? So, was bekommen wir? Ein Holzschwert. Das rüsten wir auch gleich mal aus. Da ist er! Da ist er! Da ist Graf Dracula. Und wenn wir uns jetzt... Wir müssen ihn jetzt mit dem Holzschwert verprügeln, nehme ich mal schwer. Oh, er grinst schon ganz fies. Habe ich jetzt eigentlich Bock da drauf, oder? Ja gut, auf geht's. Ja, mit Holz kommt man so einem Graf Dracula am besten. Aber der ist jetzt kaputt. Hallo, ich wollte den noch... Ich wollte den noch abscannen. Was soll denn das jetzt bitte? Oh, super. Na, dann hoffe ich jetzt mal inständig. Die Enli hat auch keine Quest mehr für uns. Dann hoffe ich jetzt mal inständig, dass der jetzt hier auch spawnt in dem Gruselwald. Dass wir nochmal eine Chance kriegen, den auch für uns zu gewinnen. Ja, gut. Quest beendet. Wir haben die Vampir-Quest erledigt. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir gucken noch einen Moment weiter. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Der wird jetzt wahrscheinlich auch hier durch den Gruselwald schlendern. Ist er das hier schon? Ich sehe auf der Minimap eine schwarze Gestalt. Ja, da ist er. Na also, haben wir ja gar nicht lange warten müssen. Jetzt müssen wir ihn wahrscheinlich nochmal besiegen. So. Oh je, jetzt braucht er einen roten Trank. Haben wir den? Oh, ein Glück, wir haben noch einen. Sehr cool. Und... Boah, gab das viele Stats. Hilfe! Was viel wichtiger ist. Graf Dracula, komm an unsere Brust. Den schalten wir natürlich auch gleich frei. Sehr cool. Oh, hier liegt noch ein Apfel. Ein roter Apfel. So, bei Graf Dracula oder dem Vampir gibt es eine kleine Besonderheit an seinem Charakter. Den werde ich euch auch gleich mal zeigen. Halt, stopp. Lass mir das Tool weg. Und zwar, wenn wir den Charakter auswählen als unseren eigenen Charakter. Oh, der sieht so geil aus. Er sieht so cool aus. Zum einen, er läuft nicht. Er levitiert. Ich weiß nicht, ob er dadurch langsamer ist oder schneller. Also dieser junge Mann levitiert über den Boden hier. Naja, junger Mann weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich älter sein als alles andere. Älter als Lego. Kuppelteil 3x3x2. So, pack mal das Schwert weg. Was ist nur mit dem Holzschwert? So, und das hier ist die zweite Besonderheit. Der Vampir kann sich in eine Fledermaus verwandeln. Und hier dann, ja, fliegenderweise sich fortbewegen. Sehr cool. Allerdings, einziger Nachteil an dem Ganzen, er braucht festen Untergrund unterm Boden, damit er sich wieder zurückverwandeln kann. Und er hat schon wieder das Holzschwert in der Hand. Jetzt pack doch mal das Holzschwert weg, Mann. So, ja, war eine super erfolgreiche Folge hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell hier hinhaut. Mit, oh, halt, stopp. Nee, so weit wollte ich gar nicht rein. Ich wollte euch den nochmal ein bisschen näher zeigen. Er sieht super geil aus.
dann hoffe ich mal inständig, dass wir genauso viel Glück auch dann mit dem Werwolf haben und mit den anderen Charakteren, die es hier noch so gibt. Wie zum Beispiel dem Leuchtefix da hinten im Hintergrund. Ja, und dann würde ich sagen, es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Let's Play Lego Worlds bei mir auf dem Kubiek Gaming Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, habt noch einen schönen Abend und tschö mit Ö.